Menschen umgeben mich, Massen bewegen sich, doch es ist, als wären sie alle eigentlich gar nicht anwesend. Und als wollten sie nicht sehen, wohin sie gehen, denn dann müssten sie sich eingestehen, dass sie sich nur im Kreise drehen. Sie wirken einzig wie eine funktionierende Hülle, laufen davon, doch treten stets auf derselben Stelle. Sie wirken unzufrieden, bekriegen all ihre Träume, sobald sie zu wachsen beginnen, um ihnen noch rechtzeitig zu entrinnen. Interessant. Wie meinst du das? Bist du doch diejenige, die mehr über das Leben anderer als über das eigene nachdenkt, von sich selbst ablenkt? Als würdest du dich jeglicher Verantwortung entziehen, als würdest du davor fliehen, dich selbst zu hinterfragen. Das musst du gerade sagen. Bist du doch diejenige, die sich über die kleinsten Dinge aufregt und sich nicht eingesteht, dass dies Ausdruck der eigenen Frustration ist. Du bist so sehr beschäftigt mit Nebensächlichkeiten, beschäftigt mit bedeutungslosen Angelegenheiten, dass du ganz vergisst, auch mal Freude zuzulassen, lieben statt zu hassen. Wir wirken einzig wie eine funktionierende Hülle, laufen davon, doch treten stets auf derselben Stelle. Wir wirken unzufrieden, bekriegen all unsere Träume, sobald sie zu wachsen beginnen, um ihnen noch rechtzeitig zu entrinnen. All das ist doch verwunderlich. Es erscheint beinahe abwegig, dass Glück tatsächlich empfunden werden kann. Denn bedenkt man, dass wir hier so viel mehr haben, als andere sich vorzustellen wagen, stellen sich viele Fragen. Zum Beispiel, warum wir uns eigentlich beklagen. Warum die Unzufriedenheit überwiegt, worin die Problematik liegt, dass kaum einer über Neid und Missgunst siegt, man sich stattdessen gegenseitig bekriegt, auf das eigene Wohl bedacht und ohne auf andere Menschenleben Acht zu geben. Nun, ich mag vielen von euch Unrecht tun und ich mag auch übertreiben, doch es lässt sich kaum vermeiden, ist man so ratlos wie ich. Denn, wie erwähnt, frage ich mich, warum? Liegt es daran, dass wir verlernt haben zu teilen? Oder daran, dass wir einzig von Moment zu Moment eilen und versuchen, in all der Eile einen Sinn zu finden? Welche Hindernisse müssen wir noch überwinden? Was ist es, das uns aufhält? Da doch niemand sonst als wir selbst Entscheidungen für unser Leben fällt. Vielleicht denken wir, wir wären frei, doch befinden uns in einem Käfig. Vielleicht wollen wir zu viel oder haben noch zu wenig? Ist unsere Frustration von der Gesellschaft erschaffen? Und sind Menschen, die sich über all das Gedanken machen, bereits ausgebrochen? Ihr wirkt einzig wie eine funktionierende Hülle. Lauft davon, doch tretet stets auf derselben Stelle. Ihr wirkt unzufrieden, bekriegt all eure Träume, sobald sie zu wachsen beginnen, um ihnen noch rechtzeitig zu entrinnen. So ihr Lieben, ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, aber ich muss noch ein, zwei Sätze an euch loswerden. Und zwar hat mich dieses Video wirklich viel Zeit gekostet, viel Arbeit gekostet. Ich finde trotzdem, es ist nicht so zu 100% perfekt geworden. Das liegt einfach daran, dass ich viel experimentiert habe. Ich habe zum ersten Mal mit dem Greenscreen gearbeitet. Das ist noch verbesserungswürdig. Ich habe mich zum ersten Mal selbst synchronisiert. Ist euch das aufgefallen? Ich habe zuerst die Audioaufnahme gemacht, damit es keine Schwankungen im Ton gibt. Und dann habe ich mich selbst synchronisiert. Ich finde, es ist okay geworden, aber auch da gibt es wahrscheinlich noch Verbesserungspotenzial. Genau, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, denn wie gesagt, ich wollte es trotzdem mit euch teilen, denn es hat mir auch Spaß gemacht und wie gesagt, es hat auch viel Zeit einfach in Anspruch genommen. Wenn euch dieser Text gefallen hat, sei es inhaltlich oder sprachlich, dann schaut doch gerne mal auf BOD vorbei, denn dort habe ich mein Buch veröffentlicht zum Thema Freiheit. Das bedeutet, dass das Thema sehr ähnlich ist, aber auch die Art des Schreibens ist in diesem Buch sehr ähnlich. Das heißt, es könnte euch auf jeden Fall gefallen. Ansonsten wünsche ich euch einfach nur noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal.